die 7. Woche der Umwelt in Berlin und die GUP e.V. das 2. Mal dabei. Hallo, ich bin Bernd Schlag, Projektleiter der Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg und wir befinden uns im Schloss Bellevue. Es war ein fantastisches Erlebnis, 2 Tage lang hier zu sein und eine unglaubliche Anzahl an verschiedenen Organisationen kennenzulernen. Wir sind ja ein wunderbares Team der Gesellschaft für Umweltbildung mit der Stadt Weinheim, mit dem ersten Bürgermeister, der Klimaschutzbeauftragten, der Umweltbeauftragten, des Amtes für Bildung und wir sind begeistert, dass wir im Schloss Bellevue einfach unser Projekt Gardening, Forscherkinder mit den Forscherkindergärten und auch Natur und Kunst und unsere Forscherkanäle vorstellen können. Das ist eine wirklich wunderbare Gelegenheit in diesem fantastischen Ambiente. Wir hatten sogar die Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten Steinmeier persönlich zu sprechen, unser Projekt vorzustellen. Wir haben so viele Kontakte geknüpft, die wir auch in der Zukunft nutzen werden. Wir sind sehr, sehr, sehr froh, hier zu sein. Und ich denke, diese Location ist einfach der beste Ort, um sich im Bereich Umweltbildung und Nachhaltigkeit zu vernetzen. 190 Ausstellende aus Wirtschaft und Technik, Forschung und Wissenschaft, aber auch Vereine und Verbände präsentierten Lösungsansätze für eine verantwortungsvolle Gestaltung des Klima- und Artenschutzes. Ich bin eine von 2 Mitarbeiterinnen. Meine Kollegin ist die Heike Breitling-Sitz. Ich bin die Silvia Schäfer aus Südhessen. Und meine Funktion hier auf der Woche der Umwelt ist, 2 Projekte vorzustellen. Das sind zum einen Forscherstunden, geht um kreatives Lernen, es geht nicht um Wissensvermittlung, einfach entdecken, was Forschen, was MINT bedeutet. Und das 2. Projekt ist Erzieherinnenausbildung, auch zum Thema MINT. Ich bin begeistert, wie vielfältig das Thema Umwelt hier interpretiert wird. Biodiversität, Nachhaltigkeit, Transformation. Das muss ich natürlich runterbrechen, alles für unsere Kleinen, die alle erstmal die Grundschule vor sich haben. Dennoch ist es sehr, sehr vielseitig. Und ich denke, je früher man beginnt und die Kinder mitnimmt im Spiel und ihnen die Bedeutung nahebringt, umso besser. Rund 12.000 BesucherInnen strömten auf die Ausstellung. Ideen wurden geteilt, neue Gedanken geboren. Lassen Sie uns den Klima- und Artenschutz in diesem Land zu einer wirklich gemeinsamen Sache machen, so Steinmeier. Hallo, mein Name ist Antje Beckmann. Ich bin die Umweltbeauftragte der Stadt Weinheim. Und die GUB hat zusammen mit dem Grünflächenamt und dem Klimaschutz die Gartenfläche an der Breslauer Straße umgesetzt. Ich freue mich, dass ich hier sein darf bei der Woche der Umwelt und ich habe ganz viele tolle Gespräche geführt, ganz viele Informationen mitgenommen und ich hoffe, dass ich das ein oder andere dann für Weinheim umsetzen kann. Auch die junge Generation meldete sich zu Wort, wurde angesprochen, in Diskussionen eingebunden. Mir hat am besten gefallen hier ein Stand, wo Leute eben eine Waschmaschine erfunden hatten, die ohne Wasser funktioniert und mit speziellen Strahlungen. Und ja, ich mache Videos von Tieren und Naturaufnahmen und genau. Hallo, ich bin Svea Fritz und ich sitze hier mit dem Weinheimer Bürgermeister. Könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Andreas Buske. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin seit Oktober der erste Bürgermeister in Weinheim und zuständig für das technische Dezernat. Das bedeutet vor allem hier in Bezug auf die Woche der Umwelt, dass ich für die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt verantwortlich bin. Dürfte ich dich dann vielleicht einfach mal fragen, was denn Weinheim in so einer großen Stadt wie Berlin überhaupt macht? Hier auf der Messe der Umwelt ist das einfach toll zu sehen, wie 180 Aussteller Ideen haben, wie man die Welt zurück in die Balance bringt. Für mich ist das eine Entwicklung in eine Balance, wo sich alle, die Kinder wie die Senioren in einer Stadt wohlfühlen, inklusive der Tiere und der Natur. Und gestern
gestern war hier ein wunderbarer Vortrag von dem Arzt Eckhard von Hirschhausen, der gesagt hat, gesunde Menschen wird es nur auf einem gesunden Planeten, auf einer gesunden Erde geben. Und ich persönlich habe schon den Eindruck, dass unsere Erde aus der Balance geraten ist. Und das Ermutigende ist, dass hier die ganzen Aussteller Ideen präsentieren, wie die Erde wieder diese Balance für sich findet. Und ich nehme hier mit Ideen, die wir vielleicht selber in Weinheim noch nicht hatten, und werde das dann mit meinem Team prüfen, welche von diesen Ideen sich adaptieren lassen, um auch für ein nachhaltiges Weinheim zu sorgen. Neueste wissenschaftliche Studien trafen auf die Schaffer vor Ort. Jeder konnte Wissen und Erfahrung beitragen und neue Impulse mitnehmen. Gut, in welcher Funktion bist du jetzt hier mit der GUB angereist? Ja, also ich bin Kindergartenleitung im Kindergarten Weid bei der Stadt Weinheim. Ich hatte gestern die Ehre, dem Vortrag von Herrn Steinmeier zu folgen und im Anschluss auch noch die Freude, ihm dieses Büchlein Frieder Super-Eichhörnchen zu überreichen, das wir selber mit den Kindern geschrieben haben. Also die Kinder haben die Geschichte entwickelt und zusammen mit Maike Kreichgauer entwickelt. Und wir hatten ja auch schon ganz tolle Projekte mit dir in unserem Kindergarten, sodass wir uns natürlich freuen, das hier auch noch anderen Leuten vorzustellen. Und in der Funktion bin ich da und freue mich auch wirklich, Teil dieser Gemeinschaft der Gesellschaft für Umweltbildung zu sein, um da dann wirklich ein bisschen Unterstützung und Feedback wieder zurückgeben zu können. Ich habe viele tolle Gespräche geführt mit Menschen, die wiederum Ideen haben, was man alles noch einbeziehen kann. Das werde ich mir jetzt im Nachgang anschauen und auch schauen, ob das für uns als Kindergarten passt, und habe natürlich für mich privat auch Ideen mitgenommen, was Umweltschutz und Klimaschutz nochmal anbelangt. Wir hatten inspirierende Vorträge und das war ganz toll. Wir müssen es nur tun, und zwar nicht irgendwann später, sondern jetzt. Jede und jeder kann sofort loslegen und ökologisch verantwortungsvoll handeln, so unser Bundespräsident Steinmeier. Auch wir von der GUB e.V. haben viele neue Ideen auf der Woche der Umwelt bekommen. Was sich daraus entwickelt, könnt ihr auf unseren YouTube-Kanälen verfolgen. Also immer wieder reinklicken. Wir freuen uns auf euch.